Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem kleinen neuen Video für Transceiver 3. Heute mal so ein bisschen was anderes, nämlich ich habe gerade bei YouTube einen Videovorschlag von guten Trainsimplay bekommen und der hat hier ein Video rausgebracht, wo steht Vectron Baureihe 152 und Velaro D als Mod für Trainsimplay 3. Und ihr seht ja auch schon, ja, da ist eine Vectron auf den Gleisen in Trainsimplay 3. Und das Video wollen wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Das ist nämlich verdammt interessant. Erstmal lasse ich natürlich ein Like da. Abonniert habe ich ja schon. Solltet ihr übrigens auch tun. Da gibt es auch viel, viel Videomaterial für vom guten Trainsimplay zu allen möglichen Zugsimulatoren. Und wir gucken uns das Video jetzt mal an. Ich werde natürlich zwischendrin, wenn ihr das Video in Ruhe gucken wollt, guckt es euch selber an. Ich werde natürlich hier zwischendrin stoppen und auch meinen Senf dazu preisgeben. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer Vorstellung einer Mod bzw. mehrerer Mods. Alles, was ihr hier seht, ist erstens ganz stark Work in Progress. Das ist schon mal verdammt interessant. Mods für Trainsimplay 3. Eigentlich hieß es ja bisher, sowas wäre nicht möglich, dass die Community für das Spiel Mods erstellt, aber anscheinend schon. Das Ganze ist jetzt natürlich auch noch sehr, sehr, ja, in einem sehr, sehr frühen Stadium. Und das Ganze ist natürlich auch, ja, offiziell natürlich nicht. Und das Ganze ist natürlich jetzt auch nur hier beim guten Trainsimplay als kleines Video. Aber wir lassen mal weiterlaufen. Er erklärt, wo er das Ganze her hat. Zweitens, nicht offiziell angekündigt von DTG oder einer Third Party. Es sind auch drittens keine Leaks, sondern viertens, es sind Mods, und zwar von Modder Folly Lantern. Er hat mir dankenswerterweise Screenshots und auch Videomaterial zur Verfügung gestellt. Das Video seht ihr ganz zum Schluss und ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Also, er hat von einem User, von einem Modder, Folly Lantern, hat er Bild- und Videomaterial zur Vectron der Baureihe 152 und dem Velaro D zugeschickt bekommen. Ich bin immer, ja, es sieht so aus, als wäre es wirklich echt, aber ich bin immer vorsichtig bei sowas. Klar wäre es mega und klar ist das natürlich jetzt erstmal so, ich habe das Video geschaut und ich dachte mir, what? Vectron wäre mega, Baureihe 152 natürlich auch, aber gerade der Velaro D, ich weiß, dass viele von euch sich den wünschen. Und das wäre natürlich echt eine super Sache, aber ich kann das noch gar nicht so richtig glauben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass DTG sowas zulassen würde, weil es hieß bisher immer, es ist nicht möglich zu modden. Also ich bin da eher skeptisch im Moment noch. Ja, was haben wir hier? Wir haben unmissverkenntlich, das Wort gibt es nicht. Wir haben hier ganz eindeutig eine Baureihe 193 Siemens Vectron und zwar in diesem weißen Farbkleid. Sieht wunderschön aus, das Ganze ist stark Work in Progress, nicht vergessen. Ja, und was hat es mit dieser Mod auf sich? Bei dieser Mod ist es so, dass im Grunde genommen das Modell einer bereits bestehenden Lok, in diesem Fall wäre es die 182, ersetzt wird durch dieses Modell der 193, also so eine Art, so ein bisschen wird im Grunde genommen der 182 das 3D-Modell einer Vectron angezogen. Er verändert damit quasi die Spieldateien von Dafter Games. Oh, weiß ich nicht, ob das dann wirklich so durchgeht. Das kann ich mir gar nicht so vorstellen. Ihr seht aber auch, wie gesagt, das hat er ja auch gesagt, der gute Trainsimplay, das alles noch stark Work in Progress hier unten. Das hat noch gar keine Texturen und gar nichts. Also, um zu sagen, er nimmt eine bestehende Lok und baut halt darauf ein neues Texturmodell, nämlich hier der Vectron. Und dann müssen aber natürlich auch Sounds und Fahrphysik und sowas noch angepasst werden, weil ansonsten ist es halt eben ein, ansonsten wäre es halt eine 182. Hier ist es aber definitiv jetzt ein Vectron und es sieht wirklich wunderschön aus. 193 der österreichischen Bundesbahn sieht auch wirklich ganz herrlich aus in diesem Farbkleid. Da haben wir noch einen Screenshot von. Es sieht herrlich aus. Ich kann euch nicht sagen, wann genau diese Mod veröffentlicht wird. Das Ganze ist immer noch stark Work in Progress.
Wo es genau diese Mod geben wird, wie man da dran kommt, für wen sie ist, das alles kann ich euch jetzt gerade noch nicht sagen. Ja, das ist halt auch so. Das kann natürlich nicht im Creators Club erscheinen und es wird wahrscheinlich auch definitiv nur für PC-Spieler sein. Ne, also Konsole sowieso nicht. Da kann man sich ja keine Mods aus dem Internet runterladen und installieren. Und im Creators Club, ja, da kann man nur Szenarien und Repaints hochladen. Deswegen wird das definitiv nicht im Creators Club erscheinen. Und es scheint mir auch so, dass das Ganze ja was Privates ist. Also inwiefern das Darfstar Games dann wirklich absegnet, man darf gespannt sein. Aber schick sieht diese Lok gerade hier im ÖBB-Kleid natürlich schon aus. Also wenn er das wirklich so hinbekommen hat, größten Respekt. Ist der Release noch zu weit entfernt, aber wenn es dazu mehr Informationen gibt, dann werde ich euch auf jeden Fall da auf dem Laufenden halten. Hier bei mir bekommt ihr definitiv die Infos. Gehen wir weiter hier noch in Box-Express-Lackierung. Der Modder hat mir gesteckt, dass insgesamt über 6,9 Millionen Triangles verwendet wurden für das 3D-Modell. Wow. Ich kenne mich zwar nicht so sehr damit aus, aber ich glaube, diejenigen, die sich mit 3D-Modellierung auskennen, die werden wohl wissen, dass das vermutlich darauf hindeutet, dass das ein sehr detailreiches Modell ist. Aber nicht nur der Vectron ist im Bau, sondern auch die Baureihe 152. Wenn alles gut läuft, wird diese Lok irgendwann im Sommer veröffentlicht. Im Sommer, okay. Auch hier, das Ganze ist immer noch stark Work in Progress. Ihr seht hier oben zum Beispiel bei den Pantographen, da fehlen jetzt noch die Texturen, die Animationen fehlen. Vermutlich geht der Panto noch nicht hoch und runter. All die Sachen müssen noch angepasst werden. Der Führerstand muss noch überhaupt erstmal gebaut und angepasst werden. Die Texturen hier auf der Lok sind noch nicht fertig. Alles noch, wie gesagt, Work in Progress. Hier noch ein weiterer Screenshot. Irgendwann in Zukunft können wir uns auf jeden Fall aber darum. Ja, fehlt ja auch die ganze Beschriftung hier an der Seite. Ne? Hier vorne die Zugnummer und alles. Ist ja alles noch nicht drauf. Ja. Darüber freuen, dass wir das haben. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Aber jetzt kommt noch ein weiterer Kandidat, auf den ihr euch bestimmt sehr freut. Der ICE3, nämlich die Baureihe 407 Velaro D. Ja, wunderschönes Modell. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Velaro D, würde ich sagen. Auch das stark Work in Progress. Wann die Mod veröffentlicht wird, keine Ahnung, das dauert noch alles, aber dankenswerterweise hat mir der Modder ein Video zur Verfügung gestellt, wo wir uns schon mal den Sound anhören können, wie das Ganze aus dem Führerstand heraus klingt. Und da würde ich sagen, hören wir einfach mal rein. Auf jeden Fall ist es natürlich beim Velaro D, ich kenne mich jetzt nicht aus mit sowas, aber ich denke, bedeutend einfacher, den ICE3 zum Velaro D zu machen, als eine Baureihe 185 zur Vectron. Kann ich mir jetzt vorstellen. Machen wir noch den Sound an. Also Anfasssound auf jeden Fall schon mal ordentlich gelungen, würde ich sagen. Nicht so verkehrt. Gleich müsste der Inverter kommen. Das klingt auf jeden Fall ordentlich, ne? Das ist schon. Das klingt wie ein Velaro D, würde ich sagen. Der Führerschein wird jetzt nicht gezeigt. Das ist vermutlich alles noch stark Work in Progress und da gibt es wohl noch nicht so viel zu sehen. Können wir ein bisschen vorspulen und uns nochmal anhören, wie der Zug abbremst. Schlecht Ich ist würde es sagen, nicht. das klingt schon mal ganz ordentlich, ne? Klingt wie ein Velaro D. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, von den Mods. Seid ihr gespannt darauf? Auf welche freut ihr euch ganz besonders? Welche Mod hättet ihr vielleicht gerne? Habt ihr irgendwelche Vorschläge dafür? Ja, und dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zusehen und bis zum der Modder hat. Also wenn ich dieses Modell hier sehe, ne?
Ich bin ganz ehrlich zu euch, wenn ich jetzt Dafter Games wäre und davon Wind kriegen würde, würde ich den sofort anschreiben und sagen, hier, pass mal auf, ich mache dir ein Jobangebot. Du arbeitest bei uns, gibst uns alle deine Arbeit, kannst bei uns daran weiterarbeiten und wir verkaufen die. Also, das wäre jetzt mein Eindruck von dieser Mod. Wenn das wirklich so stimmt, ich meine, das Teil ist wow. Es sieht einfach nur Bombe aus, auch hier im ÖBB-Kleid. Also wirklich, ich bin jetzt kein Vectron-Fan, aber die hier so zu sehen, wenn das wirklich eine einzelne Person gemacht hat, dann kommt wieder das Meme, dann muss ich wirklich TSG, die ja schon seit über 2 Jahren an der Baureihe 420 arbeiten, vielleicht mal Gedanken machen, ob da alles so richtig läuft. Weil wenn das eine Person gemacht hat, wow. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und selbst wenn man die 185er als Basis genommen hat, darauf dann dieses 3D-Modell der Vectron gebaut hat, ist ja jetzt erstmal nicht verwerflich. Na, man kann ja dann trotzdem beide im Spiel lassen. Na, wenn man jetzt eine Third Party oder die DTG selbst ist, ist ja nicht verwerflich. Man könnte ja jetzt Baureihe 425 nehmen und da die 420 drauf aufbauen und das dann veröffentlichen, aber beide Züge sind halt noch im Spiel. Schreibt mir auch mal gerne eure Meinung unten rein. Geht auf jeden Fall mal rüber zum guten Trainsimplay. Ich verlinke das natürlich unten in der Videobeschreibung, das Video. Lasst ihm auch mal einen netten Like da und einen schönen Kommentar. Abonniert ihn, wenn ihr Bock habt, wenn ihr gerne dort auch in den Genuss kommen wollt von seinen Videos. Würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Ich weiß, dass er mir auch zuschaut. Ja, schreibt mir gerne mal unten rein, was ihr davon haltet. Also ich kann es noch gar nicht so richtig glauben. Also das wäre schon eine feine Sache. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.